Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich, Sie zum zweiten Teil unseres Seminars Praktische Diabetologie begrüßen zu können. Im ersten Teil des Seminars haben wir uns über die Diagnosekriterien, die Epidemiologie und die Pathogenese des Typ-2-Diabetes unterhalten und sind auch auf die Folgeerkrankungen, auf die diabetischen Folgeerkrankungen eingegangen. Die diabetischen Folgeerkrankungen gelten für Typ 1 und Typ 2 Diabetes und insofern haben wir hier schon eine gewisse Überlappung gehabt. Das zweite Seminar heute beschäftigt sich eher mit der Therapie des Typ 2 Diabetes. Und ich hatte Ihnen beim ersten Seminar versprochen, dass ich eigentlich nur praktische Dinge liefere und kaum Studien. Und dieses Versprechen kann ich für das zweite Seminar leider nicht abgeben, weil die Studien, die sich in den letzten Jahren publiziert wurden, die haben unseren Therapiealgorithmus, auf den ich heute im Seminar auch noch mal eingehen möchte, dramatisch geändert. Und aus diesen Gründen würde ich vorschlagen, wir starten mit der Therapie des Typ-2-Diabetes. Und da möchte ich Ihnen vorneweg gleich wieder die erste Frage stellen. Wie behandeln Sie denn den Typ-2-Diabetes? Sie sind sicherlich schon das ein oder andere Mal mit Typ-2-Diabetes in Kontakt getreten. Und da stellt sich natürlich die Frage, was ist die Basistherapie? Und häufig denkt man sofort, naja, Diabetes bedeutet, ich muss dem Patienten Tabletten geben oder ich muss den Leuten vielleicht sogar Insulin geben. Aber die Basis, und wir hatten ja bei der Pathophysiologie und bei der Pathogenese besprochen, dass die Veränderung, das Übergewicht und fehlende körperliche Aktivität die Basis ist, warum Patienten einen Typ-2-Diabetes entwickeln. Das sind die Auslösefaktoren. Und aus diesem Grund ist es natürlich wichtig, dass wir bei den Therapiekonzepten die nicht medikamentöse Therapie als Basistherapie nehmen. Im Krankenhaus sieht das natürlich etwas anders aus. Wenn ein Patient operiert werden soll, dann brauchen wir nicht ihn irgendwie dahin bringen, dass er jetzt erstmal irgendwie seinen Lebensstil ändert, dass wir ihm vielleicht weniger Ernährung geben, sondern da müssen wir durchaus mit Insulin starten. Aber wenn wir im ambulanten Bereich sind und Diabetes ist eine chronische Erkrankung, die primär im ambulanten Bereich behandelt wird, dann sind die nicht medikamentösen Maßnahmen, auf die ich dann gleich im Detail eingehen werde, ganz, ganz wichtig. Was ist die nächste Stufe? Die nächste Stufe sind die oralen Antidiabetika. Und das ist schon etwas sehr eingefasst. Wir haben auch Antidiabetika, die nicht oral sind, die man spritzen muss. Und ganz besonders ist natürlich das Insulin. Und das, was ich Ihnen gerade hier zeige, ist die klassische Therapiekaskade, die man in den letzten Jahren, in den letzten 10, 15 Jahren eigentlich so als das Grundgerüst der Diabetologie, der Behandlung des Typ-2-Diabetes gesehen hat. Häufig war es aber dann so, dass die nicht medikamentösen Maßnahmen vielleicht gar keine Rolle gespielt haben. Man hat dem Patienten nur gesagt, essen Sie weniger. Dann kamen ein paar orale Antidiabetika und etwas, was in Deutschland so eine gewisse Unart ist, dass wir in Deutschland sehr früh mit Insulintherapie angefangen haben. Bei der Therapie, bei den Leitlinien war es immer so, dass die Insulintherapie erst nach oralen Antidiabetika kommen sollte. Ich selber war an einer Studie beteiligt, wo wir mal geguckt haben, wie viele Patienten bekommen denn Insulin direkt ohne orale Antidiabetika. Und da waren wir überrascht, haben Krankenkassendaten analysiert. Und da war fast ein Viertel der Patienten, bei denen eine Insulintherapie begonnen wurde, die haben vorher gar keine oralen Antidiabetika bekommen. Aber gehen wir der Reihe nach, die nicht medikamentöse Therapie, wie sollte die aussehen? Und wir haben beim letzten Seminar ja auch schon gesehen, Adipositas und Inaktivität sind die Auslöser vom metabolischen Syndrom. Und zu dem metabolischen Syndrom gehört der Typ-2-Diabetes, eine Glukosestoffwechselstörung. Es kommen die Fettstoffwechselstörung, die Dyslipoproteinämie und natürlich die arterielle Hypertonie. Und das kommt auch bei der Behandlung der arteriellen Hypertonie, auf die ich hier nicht eingehen werde, auch immer zu kurz. Ein Patient, der übergewichtig ist, der kann seinen Blutdruck nahezu wieder normalisieren, wenn er Gewicht abnimmt und wenn er eine kontinuierliche körperliche Aktivität einführt. Nur bei der arteriellen Hypertonie werden wir sicherlich eine gewisse Bridging-Therapie machen, um dem Patienten den hohen Blutdruckwert nicht auszusetzen. Aber auch hier können wir immer wieder den Rückwärtsgang einlegen und können versuchen, den Blutdruck wieder oder die Blutdruckmedikamente abzusetzen. Bei der Cholesterinsenkung, die beim Diabetes, und das werden wir in einem der nächsten Seminare auch nochmal besprechen, ganz wichtig ist, da kann man nur sagen,
die werden wir nicht durch Lebensstilmaßnahmen groß beeinflussen können. Ein Patient mit Typ-2-Diabetes braucht im überwiegenden Teil der Fälle sicherlich ein Statin, denn die Leitlinien, Grenzwerte sind so extrem für Typ-2-Diabetes, weil der Patient ja so ein hohes kardiovaskuläres Risiko hat. Im ersten Seminar konnte ich Ihnen das ja zeigen, dass halt Personen, die einen Typ-2-Diabetes haben, statistisch genauso hohes Risiko haben, einen Herzinfarkt zu entwickeln wie Personen, die schon mal einen Herzinfarkt hatten, aber keinen Typ-2-Diabetes. Ja, was wissen wir zu nicht-medikamentösen Maßnahmen? Und da komme ich direkt zu unserer allerersten Studie. Und das ist die große Studie, die sogenannte Diabetes Remission Clinical Trial. Und diese Studie ist 2018, vielmehr zwar im Dezember 2017 online publiziert worden. Und im Jahr 2018 ist sie dann groß publiziert worden. Und diese Studie hat eigentlich ja ein gewisses Kopfschütteln bei der gesamten Diabetologie ausgelöst. Denn das hatte keiner erwartet. Was hat man gemacht bei der Studie? Man hat hier in die Studie Personen eingeschlossen. Das waren alles Personen, die hatten einen Diabetes. Und die hatten den Diabetes schon eine gewisse Zeit. Die hatten den Diabetes ungefähr 4 Jahre. Einschlusskriterium war weniger als 6 Jahre. Die durften keine Insulintherapie haben. Aber die hatten im Schnitt so 1, 2, manchmal auch 3 orale Antidiabetika. Und diese Personen im Alter von 20 bis 65 Jahren hat man randomisiert. Die eine Gruppe bekam die Standardbehandlung und die andere Gruppe bekam eine massive Gewichtsreduktionstherapie. Man hat hier jetzt nicht die Personen randomisiert, sondern man hat hier eine Cluster-Randomisierung gemacht. Das heißt, die teilnehmenden Praxen, das waren alles hausärztliche Praxen, wurden entweder in die Kontrollgruppe oder in die Interventionsgruppe eingeschlossen. Also die 306 Personen, die da eingeschlossen wurden, waren halt in 2 unterschiedlichen Praxen. Die Personen, die in der Interventionsgruppe waren, die hat man wirklich mit einer Extremdiät, einer flüssigen Formuladiät, also einem Mahlzeitenersatz, über 3 bis 5 Monate behandelt. Ziel war es gewesen, 10, 15 Kilo Gewichtsabnahme zu erzeugen. Und man hat am ersten Tag bei dieser radikalen Gewichtsabnahme auch bei den Personen alles abgesetzt. Blutdruckmedikamente und Blutzuckermedikamente, um die Patienten nicht zu gefährden. Man hatte einen koprimären Endpunkt, der bestand daraus, dass man gesagt hat, der erste Faktor ist, wie viele schaffen es mit dieser radikalen Diät über 3 bis 5 Monate weniger als 800 Kilokalorien, 820, 830 Kilokalorien. Wer schafft es da, nach einem Jahr 15 Kilo Gewicht abgenommen zu haben? Und der zweite koprimäre Endpunkt war die Diabetesremission. Jetzt würden Sie sagen, das habe ich ja noch nie gehört. Diabetesremission, einmal Diabetes, immer Diabetes. Nein, diese Arbeitsgruppe, die das hier publiziert hat, hat Voruntersuchungen gemacht und gezeigt, dass ein Großteil der Patienten, wenn sie wirklich radikal Gewicht abnehmen, den Diabetes ohne Medikamente bei einem HbA1c unter 6,5 haben, nach 12 Monaten. Das war also das Ziel, diese beiden primären Endpunkte. Schauen wir uns das Ergebnis an. Das erste Ergebnis, der erste Endpunkt, Gewichtsabnahme. In der Kontrollgruppe hat das keiner geschafft. In der Gruppe mit dieser radikalen flüssigen Formula-Diät haben es 24%, also ein Viertel, geschafft, mindestens 15 Kilo abzunehmen. Wie sah es mit dem zweiten Endpunkt aus, der klinischen Remission? Also anders ausgedrückt, der Bekämpfung des Diabetes. Also die Personen hatten wir im ersten Seminar gesehen, kritische HbA1c größer 6,5 ist Diabetes, unter 6,5 ist Prädiabetes. Und das hat man hier sich angeschaut. Und eigentlich, die Autoren waren genauso überrascht, 46%. Man muss dazu sagen, die Menschen, die da eingeschlossen waren, hatten ca. 4 Jahre schon einen Typ-2-Diabetes. 46% waren nach einem Jahr ohne Medikamente und hatten den Blutzucker ohne Medikamente, den HbA1c, unter 6,5. In der Kontrollgruppe haben das nur 4% geschafft. Und dieser Unterschied ist natürlich
sehr, sehr hoch signifikant. Schauen wir uns aber jetzt mal den Verlauf nochmal an, je nachdem, wie viel die Personen Gewicht abgenommen haben. Hat einer wirklich mehr als 15 Kilo Gewicht abgenommen, hat er eine fast 90-prozentige Wahrscheinlichkeit, seinen Diabetes komplett zu besiegen. Lag das Gewicht, die Gewichtsabnahme nur so um 10 bis 15 Kilogramm, waren es deutlich über 50%. Jetzt kann man sagen, super Ergebnis, waren alles Patienten, die natürlich intensiv betreut wurden. Wie sah es denn jetzt nach 2 Jahren aus? Und das ist gerade publiziert worden vor nicht allzu langer Zeit. Und da sieht man, dass auch nach 2 Jahren, wenn die Personen das Gewicht halten, auch die Diabetesremission gehalten werden kann. Das Ergebnis zeigt uns, dass wir mit den Patienten zu Beginn der Therapie, wenn sie neu diagnostiziert sind, und das waren ja hier keine neu diagnostizierten Patienten, dass die erste Botschaft sein muss, versuchen Sie, Ihr Gewicht zu reduzieren und versuchen Sie, möglichst viel Bewegung einzuführen. Diabetes bedeutet nicht einmal Diabetes, immer Diabetes. Und die Studienautoren werden jetzt diese Gruppe weiter untersuchen und da werden wir ganz viele neue Daten bekommen. Und wir auch in Düsseldorf haben Erfahrung mit solchen Studien. Wir haben auch Gewichtsabnehmstudien mit flüssigem Mahlzeitenersatz durchgeführt. Und wir haben auch ein Buch herausgegeben. Und wir haben ganz, ganz viele Patienten, bei denen wir sogar die Insulintherapie wieder absetzen konnten und die dann halt mit Medikamenten oder zum Teil auch ohne Medikamente hervorragende Stoffwechseleinstellungen erreicht haben. Also die erste Basis ist Lebensstilintervention, ganz wichtig. Und das muss einfach viel stärker nach außen getragen werden. Direktstudie ist in Deutschland nicht so bekannt. Wenn ich große Fortbildungsveranstaltungen habe und dann sage, wer kennt die denn? Ich hatte vor kurzem eine bei ca. 160 Diabetologen, da haben, glaube ich, 6 oder 7 aufgezeigt, die die Direktstudie überhaupt kannten. Das ist schade. Ich glaube, die Botschaft an unsere Patienten muss sein, Lebensstiländerung, dann könnt ihr euren Diabetes besiegen. Aber das schaffen natürlich nicht alle Patienten und deshalb gehen wir dann mal in den Bereich der oralen Antidiabetika. Da gibt es klassische orale Antidiabetika und die sollte man, und das war ja das erste Bild, auf der Basis der nicht-medikamentösen Therapie einsetzen. Ich möchte mit Ihnen die klassischen Diabetika durchgehen. Vielleicht überlegen Sie mal, welche kennen Sie aus der Klinik, und da werden Sie sicherlich diese Antidiabetika schon mal gehört haben. Es gibt auch einige, die mal eine Zeit sehr viel verordnet worden sind und jetzt eigentlich eher in den Hintergrund getreten sind. Also Alpha-Glucosidase-Hämmer, Acarbose. Ich glaube kaum, dass einer in den letzten Jahren Patienten gesehen hat, die dieses Medikament bekommen haben. Und auch das allerletzte Medikament unten, das Actos, das Pioglitazone, auch das ist in Deutschland kaum noch vorhanden. Die Glinide sind sehr selten, aber von den klassischen Medikamenten haben wir Metformin und die Sulfonylharnstoffe. Ich gehe mit Ihnen einfach mal diese Medikamentengruppen im Detail durch und fangen wir nochmal bei den Alpha-Glucosidase-Hämmern an. Das sind Medikamente, die wurden so in den 70er, 80er Jahren sehr häufig eingesetzt. Das waren Medikamente oder sind Medikamente, die Acarbose, die es auch als Generikum gibt, die führen dazu, dass die postprandialen Blutzuckeranstiege durch die Verzögerung der Kohlenhydratresorption blockiert werden. Das sind Disaccharidase-Hämmer. Die führen dazu, dass große Kohlenhydratketten nicht in die einzelnen Moleküle, in die einzelnen Glukosemoleküle aufgespalten werden, sodass die dann nicht aufgenommen werden. Was passiert natürlich, wenn man halt bestimmte Kohlenhydrate oder Zucker nicht aufnimmt? Die werden nach unten transportiert in die unteren Darmabschnitte und da warten natürlich die Bakterien. Und da kommt es natürlich zu Nebenwirkungen wie Völlegefühl, Flatulenz. Also es gibt manchmal Patienten, die sind sehr dankbar, wenn man dieses Medikament absetzt. Ich denke gerne an einen Patienten, der gesagt hat, als ich das abgesetzt habe, das freut mich, weil jetzt kann ich endlich wieder in die Oper gehen. Das war ihm nicht möglich, weil er so eine Blähung hatte, dass er sich da nicht in die Öffentlichkeit mehrere Stunden die Oper setzen wollte. Und da gibt es auch Daten aus einer großen englischen Studie, dass bei 61% der Patienten diese Medikation abgesetzt werden muss. Aber ich persönlich denke, es war eine ganz gute Medikation. Es wird natürlich heute ganz selten nur noch eingesetzt. Metformin, ja, das ist ein Medikament,
das ist das Standardmedikament. Und das verbessert die Insulinwirkung, weil wir wissen ja, dass die Patienten viel Insulin haben, das Insulin wirkt nicht, es führt nicht zu Unterzuckerung. Und was gut ist, es unterdrückt auch das Hungergefühl. Wenn Sie jetzt Personen haben, die Gewicht abnehmen wollen, das ist zwar nicht zugelassen, das Medikament Metformin als Gewichtsabnahmemedikament, aber es wird wahrscheinlich auch nie zugelassen werden. Aber wir wissen, dass es halt auch ganz gut wirkt. Es ist preiswert, aber man muss die Kontraindikation betrachten. Und die Kontraindikationen sind auf alle Fälle Nieren-, Leber-, Insuffizienz. Also wenn jemand wirklich hohe Kreatinin oder eine sehr niedrige EGFR hat, dann darf er dieses Medikament nicht bekommen, wobei auch da die Grenzen sich in den letzten Jahren etwas verschoben haben. Bei erhöhten Leberwerten sollte man es auch nicht geben, obwohl wir wissen, dass es wahrscheinlich ganz gut wirkt. Aber man muss einfach die Kontraindikationen betrachten. Wenn mal was passiert, holt sie da keiner raus. Vor Operationen, von Kontrastmittelgaben, bei hohem Fieber muss das Medikament abgesetzt werden, weil immer die Gefahr besteht, es könnte sich eine Laktatazidose entwickeln. Jetzt kann man sagen, das sind doch ganz seltene Erkrankungen. Ja, die treten aber doch durchaus auf. Ich selber hatte mal einen Patienten, der einen schweren gastrointestinalen Infekt hatte mit Erbrechen und mit Durchfällen. Der hatte Bauchschmerzen und da hat keiner so darauf geachtet, dass der möglicherweise eine Ketoazid, eine Laktatazidose entwickelt. Da hat er erhöhte Laktatwerte, Bauchschmerzen. Also was hat man als erstes gemacht? Man hat ihn operiert und hat eine Laparatomie gemacht und hat festgestellt, der hat ja gar kein Problem. Es war halt eine Laktatazidose. Er hat es überlebt, also von der Seite ist das nochmal gut gegangen. Es kann bei übergewichtigen Personen eingesetzt werden. Und wir haben da aus dieser großen englischen Studie, die sogenannte UKPDS-Studie, die englische Prospective Diabetes-Studie, hat man es gegen eine Behandlung von Insulin und Sulfonylharnstoffen getestet. Und man kann sagen, es ist den Insulin und Sulfonylharnstoffen überlegen, weil die Herzinfarktrate in dieser Gruppe signifikant abgesenkt wurde. Deshalb ist Metformin die Basistherapie. Aktuell wird das wieder groß diskutiert, weil man sagt, das war ja so eine kleine oder so eine besondere Studie. Sollte man da nicht mit anderen Medikamenten, von denen wir mehr Evidenz haben, da gehe ich dann gleich bei den neuen Diabetikern drauf ein, sollte man dann nicht besser diese anderen Medikamente vor Metformin einsetzen? Aber vielleicht die wichtigste Botschaft, Metformin ist gesetzt, wenn die Personen nicht Nebenwirkungen haben. Und eine der Nebenwirkungen ist Durchfall. Wenn man das zu schnell gibt, man kann es bis auf 2x1000 Milligramm steigern. Man sollte aber langsam anfangen. 500 morgens, dann erst mal ein paar Tage abwarten. 500 morgens und abends und so nach und nach steigern. Also von der Seite her kann ich nur sagen, ein gutes Medikament. Aber Durchfallserkrankungen entstehen dadurch bei ungefähr einem Drittel der Patienten. Und deshalb immer wieder nachfragen, haben Sie möglicherweise einen Durchfall? Und dann muss das Medikament abgesetzt werden, weil dann kann man es nicht einsetzen. Die große Gruppe, die auch noch heute sehr ordentlich verschrieben wird, sind die Sulfonylharnstoffe. Da gibt es zwei Präparate, die wir in Deutschland haben. Einmal das Glibenclamid. Das ist ein Medikament, was man in der Dosierung von 3,5 Milligramm morgens 2 Tabletten, abends 1 Tablette als maximale Therapie geben kann. Gefahren von Glibenclamid und von Sulfonylharnstoffen ist, dass sie halt die Insulinproduktion aktivieren und dadurch auch zu Unterzuckerung führen können. Und es hat eine extrem lange Halbwertszeit. Wenn Sie 16 bis 24 Stunden betrachten, wenn also ein Patient zu Ihnen in die Ambulanz kommt, der eine Unterzuckerung hat und der hat Glibenclamid bekommen, dann sind Sie verpflichtet, diesen Patienten stationär aufzunehmen, ihm eine Glukoseinfusion zu geben. Denn eine kurze Gabe von Glukose, ihn aus wieder der Unterzuckerung rauszuholen, bringt nichts. Wenn Sie den entlassen, der geht nach draußen, geht weiter unterzuckert, wieder bricht sich die Hüfte, dann ist das ein Kunstfehler, weil solche Patienten müssen stationär überwacht werden, weil die Unterzuckerungsgefahr einfach zu hoch ist. Und deshalb bin ich gerade bei älteren Menschen sehr zurückhaltend mit Glibenclamid. Ein Medikament, was vielleicht etwas günstiger ist, ist das Glimepirid.
klingt fast genauso. Der Wirkstoff, den es mal gab, den es auch noch heute gibt, als Wirkmarke oder als Marke, die vertrieben wird von der Firma, ist das Amaryl. Es gibt aber, weil es schon lange aus dem Patentschutz ist, eine ganze Reihe an Generika und es ist ein relativ preiswertes oder ein sehr preiswertes Präparat. Der Vorteil von Glimepirid im Vergleich zum Glibenclamid ist, dass man es nur einmal am Tag geben sollte. Dass es einmal am Tag ausreicht. Man gibt es in den Dosierungen 1 bis 3 Milligramm. Es gibt auch die 0,5 Milligramm Dosierung. Und je weniger Tabletten ein Patient nehmen muss, 201 beim Glibenclamid oder eine Tablette beim Glimepirid, das hat eine bessere Compliance. Und da müssen wir auch mal dieses Thema kurz ansprechen. Personen, die jetzt gegen Blutdruck, gegen Blutzucker, gegen Fette, dann vielleicht noch gegen irgendwelche anderen Erkrankungen Tabletten einnehmen müssen, ja, die sind nicht besonders compliant. Das ist schon ein großes Thema und deshalb sollte man möglichst die Tabletten ja irgendwie kombinieren. Gerade in der Hypertoniebehandlung wird ja immer wieder gesagt, bloß möglichst viel kombinieren. Ich persönlich habe dann immer meine Probleme. Ich kann dann halt immer die Medikamente auch nicht groß titrieren, wenn die Personen dann wirklich Gewicht abnehmen. Aber bleiben wir bei der Diabetologie. Das Amaryl hat eine etwas geringere Stimulation der Insulinsekretion und es führt bei körperlicher Aktivität seltener zu Hypoglykämien. Ich werde nachher noch eine ganz aktuelle Studie zeigen. Den Sulfonylharnstoffen hat man in den letzten Jahren immer vorgeworfen, sie würden das kardiovaskuläre Risiko erhöhen. Das ist natürlich ein Thema, da könnte ich noch eine ganze Vorlesung drüber halten. In der Vergangenheit gab es da eine ganze Zahl an Vermutungen, weil es halt an einer Wirkstelle ist, dass es hier möglicherweise das Herz schädigt. Also Glimepirid schädigt es das Herz. Nehmen wir diese Frage einfach, setzen wir die einfach etwas zurück, dann werden wir über dieses Thema eine sehr interessante Studie sehen. Ich kann schon von vornherein sagen, da passiert nichts. Eine sehr interessante Stoffgruppe, das sind die Glinide. Das ist das Präparat Repaglinid, das wird ab und zu noch verordnet. Oder das Präparat Nateglinid, das habe ich in den letzten Jahren kaum noch gesehen. Das sind beide Substanzen, die die Insulinproduktion relativ schnell und nur kurz aktivieren. So nach einer Stunde sind die wieder aus dem Körper eliminiert. Die Halbwertszeit ist nur eine Stunde, also man kann sagen, nach zwei Stunden sind die weg. Das heißt, hier hat ein Patient die Möglichkeit, wenn er jetzt eine Tablette, wenn er eine Mahlzeit zu sich nimmt, diese Tablette kurz vor der Mahlzeit zu nehmen. Bei den Sulfonylharnstoffen muss der Patient die Medikamente, muss er die Mahlzeiten kontinuierlich einnehmen, weil sonst hat er das Problem, dass er dann zwischen den Mahlzeiten unterzuckern könnte. Das heißt, das sind die Patienten bei Sulfonylharnstoffen, die sagen, ich bin Diabetiker, ich muss essen. Was natürlich eher nicht der Fall ist, weil man dem Patienten eigentlich sagen sollte, nimm mal Gewicht ab, hör auf zu essen, aber unter Sulfonylharnstoffen geht das einfach nicht. Die Gefahr von Unterzuckerung, die bei Sulfonylharnstoffen höher ist, ist hier deutlich geringer, seitdem der Patient nimmt die Tablette und vergisst zu essen. Solche Patienten haben wir natürlich auch, aber die Wahrscheinlichkeit ist deutlich geringer. Und man kann dieses Präparat gerade bei Personen, die da vielleicht gar nicht so übergewichtig sind, die vielleicht ein kleines Defizit bei der Insulinproduktion haben, relativ gut einsetzen und denen auch eine sehr variable Lebensweise zugestehen. Das letzte Medikament aus dieser Gruppe der alten, der klassischen Antidiabetika ist das Pioglitazon. Der Wirkstoff, mit dem es auf den Markt gebracht wurde, war das Actos. Diese Gruppe wird bei gesetzlich versicherten Patienten nicht mehr vergütet. Man hat da den Eindruck, dass es halt zu viele Nebenwirkungen hat. Die Nebenwirkungen bei diesem Präparat waren Gewichtszunahme, eigentlich das, was wir ja bei Diabetikern nicht haben wollen, Wassereinlagerung. So richtig schwierig wurde es dann mit Herzinsuffizienz und bei Frauen kam es dann zu Frakturen der langen Röhrenknochen. Und da hat man von gesetzlichen Krankenkassen gesagt, nee, das bezahlen wir nicht mehr. Privatpatienten kriegen es noch. Ich weiß nicht, warum Privatpatienten, warum da die Frauen keine Frakturen kriegen sollen. Ich setze es persönlich so gut wie gar nicht mehr ein. Ich habe vielleicht noch einen Patienten, der damit therapiert wird. Aber bei dem läuft es gut und ich
wollte bei dem kein Medikament absetzen, was erfolgreich ist, Never Change a Winning Team. Diese Gruppe ist als Insulin-Sensitizer auf den Markt gebracht worden. Die aktivieren einen Kernrezeptor und man kann die auch mit Insulin kombinieren. Aber diese Gruppe spielt heute bei der Therapie kaum noch eine Rolle. Kommen wir zu der letzten Gruppe der oralen oder der neuen Medikamente. Und Sie werden gleich sehen, das sind nicht nur orale Medikamente. Das sind aber auch kein Insulin. Also hier heute in der Präsentation spielt Insulin kaum eine Rolle. Und Sie werden nachher beim Therapiealgorithmus, bei dem neuen sehen, dass Insulin beim Typ-2-Diabetes ganz, ganz weit nach hinten gerutscht ist. Das wird natürlich, ist eigentlich so ein bisschen eine Problematik, weil die reguläre Versorgung in der Praxis bei Personen mit Typ-2-Diabetes ist sehr insulinlastig. Ja, welche neuen Medikamente gibt es? Welche neuen Therapieprinzipien gibt es? Da möchte ich mit Ihnen gleich mal im Detail darauf eingehen. Jetzt überlegen Sie mal, was gibt es für Therapieprinzipien? Und da werden Sie sicherlich als allererstes auf die Therapiegruppe der Gliptine kommen. Gliptine, und ich habe hier einfach mal die Wirkstoffe und die Präparate, die es auf dem Markt gibt, gleichzeitig genannt, ist immer das Problem, dass es immer gesagt wird, naja, jetzt werden ja hier Firmennamen genannt, aber häufig ist es halt so, man kennt die Präparate von den Firmennamen, weil die dann halt auch verordnet werden. Und das sind alles patentgeschützte Präparate, sodass nur diese Präparate auf dem deutschen Markt sind. Ich gehe auf die einzelnen Präparate gleich nochmal im Detail ein. Die nächste Gruppe ist natürlich die Kombination aus Gliptin und Metformin. Wir hatten gerade gesagt, man muss Metformin bei bestimmten Situationen absetzen, vor Operationen, bei Fieber, wenn eine Person halt Durchfälle bekommt, dann sollte er Metformin absetzen. Und jetzt gibt es natürlich Kombinationen aus diesen einzelnen Gliptinen mit dem Metformin und die haben dann Namen wie Xelevia, Combogleis, Janumet, Eukreas und Icandra. Und das sind natürlich alles irgendwelche Probleme, weil da weiß kein Mensch, dass da Metformin drin ist. Also wenn man jetzt nicht gerade sehr vertraut mit der Diabetologie ist und kommt ein Patient mit diesen Namen, dann ist man nicht geneigt, dieses Medikament abzusetzen. Und schwuppdiwupp wird ein Patient vielleicht operiert, obwohl er halt Metformin bekommt. Deshalb ist es vielleicht ganz sinnvoll, sich diese Namen etwas einzuprägen, um dann einfach auch darauf zu achten, dass diese Patienten abgesetzt werden, dass die Medikamente abgesetzt werden. Man kann das ganz einfach machen, indem man dann diese Patienten wieder auf die Monotherapie umsetzt. Also wenn jemand Janumet hat, dann kriegt er Januvia oder wenn er das Combogleis hat, kriegt er das Ongleiser. Die dritte Gruppe, das sind GLP-1-Agonisten. Das sind Medikamente, die muss man spritzen. Es gibt zwar jetzt in Kürze auch einen der GLP-1-Agonisten, der wird jetzt bald auf den deutschen Markt eingeführt. Das ist ein Präparat, das kann man dann oral nehmen. Aber die anderen, die jetzt hier aufgelistet sind, auf die ich gleich auch noch mal im Detail eingehe, das sind Präparate, die muss man spritzen. Und dann kommt es manchmal zu komischen Situationen, dass es heißt, der Patient bekommt vielleicht Bajetta-Insulin oder Victoza-Insulin. Das hat mit Insulin überhaupt nichts zu tun, außer der Tatsache, dass man das auch spritzen muss, wie Insulin subkutan. Ja, was sind das, die Gliptine und die GLP-1-Agonisten? Wo wirken die? Und das sind Präparate, man spricht von der Incretin-basierten Therapie oder von der GLP-1-basierten Therapie. Und das ist etwas relativ Natürliches. Wenn Sie, die Sie nicht betroffen sind, jetzt etwas essen, dann produzieren die L-Zellen im Darm auf die Reaktion, auf die Nahrungsaufnahme, Glucose induziert GLP-1. GLP-1 verstärkt die postprandiale Blutzucker, die Insulinproduktion. Und deshalb, weil es halt glucoseabhängig ist, führen diese Präparate nicht zu Unterzuckerung. Also GLP-1, das natürliche Hormon, aktiviert bei uns die glucoseabhängige Insulinsekretion. Und dann gehen einige andere Mechanismen los. Damit wir satt werden, blockiert GLP-1 die Magenentleerung. Dann haben wir ein Völlegefühl. Es reduziert das Glucagon, also den Gegenspieler vom Insulin, und hat eine weitere Wirkung. Es fördert das Sättigungsgefühl. Und bei Personen, die einen Typ-2-Diabetes haben, gehen wir davon aus, dass sie weniger GLP-1
produzieren als gesunde. Das heißt, das sind auch dann die Personen, die, weil sie weniger GLP-1 haben, halt auch mehr Hunger haben. Und dieser ganze Prozess, den will man nutzen, dass man sagt, die Personen, die einen Typ-2-Diabetes haben, weniger GLP-1, denen wollen wir das GLP-1 erhöhen. Und da gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, und jetzt zeige ich Ihnen erstmal hier dieses GLP-1-Peptid. Es handelt sich hier um ein Polypeptid. Und dieses Polypeptid wird an einer bestimmten Stelle inaktiviert. Wenn wir das produziert haben, dann ist nach 1 bis 2 Minuten die Wirksamkeit aufgehoben, weil es proteolytisch abgespalten wird, die letzten beiden Aminosäuren. Und diese beiden Aminosäuren werden abgespalten durch eine sogenannte Dipeptidylpeptidase. Klingt komisch, klingt aus, aber man kann es abkürzen, DPP4. So, was macht man bei der medikamentösen Therapie? Also wenn die Peptidase das GLP-1 kaputt macht und wir wollen eigentlich GLP-1 haben, dann blockiert man einfach die Protease. Also die Blockade, und deshalb heißen die Präparate DPP4-Antagonisten oder Inhibitoren. Und das sind die Präparate, die auf dem deutschen Markt sind: Sitagliptin, Saxagliptin und Vildagliptin. Der zweite Weg ist, dass man sagt, wir verändern das Molekül so, dass es gar nicht durch die Protease gespalten wird. Und dazu hat man in dem ersten Präparat, was es auf dem Markt gab, das Exenatide. Das war isoliert aus der Monsterechse. Und dort war das halt mutiert. Man sieht, da war nicht HA, sondern HG. Und dadurch konnte die Peptidase nicht wirken. Das hat man natürlicherweise hergestellt. Und man hat die anderen Präparate auch etwas verändert, sodass man sagen muss, also da wird jetzt keine Monsterechse für geschlachtet, sondern das sind alles biochemisch hergestellte Präparate. Bleiben wir jetzt mal bei den Gliptiden. Und das ist halt wichtig. Wir gehen noch einmal auf die Präparate ein. Ich hatte gerade schon gesagt, das sind die Namen der Präparate. Und auf der rechten Seite wieder die Kombination. Und da muss man wirklich darauf aufpassen, dass diese Kombination wirklich abgesetzt wird, wenn einer operiert wird. Metformin. Deshalb habe ich das hier auch ein zweites Mal aufgetragen. Wie sieht es bei den Exenatiden aus? Wie sieht es bei den GLP-1-Agonisten aus? Und da habe ich Ihnen auch nochmal eine Tabelle erstellt. Das sind ganz verschiedene Präparate. Da gibt es das Exenatid, das ist das Bayetta oder Bydureon. Das Bayetta muss man am Tag 2-mal spritzen. Das Bydureon reicht, wenn man das einmal wöchentlich spritzt. Das Victoza spritzt man 1-mal am Tag. Das Trulicity 1-mal pro Woche. Und das Ozempic, was relativ neu auf dem deutschen Markt ist, spritzt man auch 1-mal pro Woche. Also wir haben hier ganz unterschiedliche Wirkdauern. Und diese Präparate werden wir uns genauer anschauen. Die spritzt man sich subkutan. Es führt nicht zu Unterzuckerung. Wir haben hier bei diesen Präparaten häufiger gastrointestinale Nebenwirkungen. Also die Patienten klagen dann schon über etwas Übelkeit und sie haben eine deutliche Gewichtsabnahme. Nicht nur durch die Übelkeit, auch die Personen, die keine Übelkeit haben, haben eine Gewichtsabnahme. Und die Patienten berichten dann immer, dass sie sich das Essen quasi hineinquälen müssen. Ich sage dann immer, da haben Sie das Präparat falsch verstanden. Wenn Sie keinen Appetit haben, dann essen Sie nichts, weil Sie können auch nicht unterzuckern. Die andere Gruppe, diese verschiedenen Präparate, die gibt man oral 1 bis 2 Mal täglich. Man kann das natürlich kombinieren mit dem Metformin. Deshalb muss man es, wenn man ein Kombinationspräparat hat, das morgens und abends nehmen. Auch die führen nicht zu Unterzuckerung, aber diese Präparate führen auch nicht zur Gewichtsabnahme. Also diese Gruppe führt nicht zu einer Gewichtsabnahme, aber auch nicht zu einer Gewichtszunahme. Und bei dem Glimepirid, bei den Sulfonylharnstoffen, haben wir immer eine Gewichtszunahme, genau wie beim Insulin. Also von der Seite her ist das eine Gruppe, die man klar differenzieren muss von den GLP-1-Agonisten. Preislich ist da auch ein großer Unterschied. Die Spritzen sind deutlich teurer als die Tabletten. Die Nebenwirkung von den DPP4-Inhibitoren auf der rechten Seite, die sind relativ gering. Also ich habe kaum einen Patienten, der da wirklich irgendwelche Nebenwirkungen hatte. Natürlich gibt es immer Patienten, die auf irgendwelche Nebenwirkungen kommen, aber da kann man sagen, die spielen eigentlich nur eine untergeordnete Rolle. Auch bei Placebo haben wir ja viele Nebenwirkungen, wenn man den Patienten fragt, haben Sie das, haben Sie das? Also das kann man dadurch bewerten.
Die Frage ist natürlich, was können wir über diese Stoffe sagen? Warum sollen die jetzt in letzter Zeit so häufig eingesetzt werden? Und dazu haben wir eine exorbitant große Studienlage. Und ich habe hier einfach mal die Studien aufgelistet, die in den letzten Jahren zu diesen einzelnen Präparaten publiziert wurden. Wir haben da Tausende an Patienten, die eingeschlossen wurden. Und wir sehen, dass das alles Daten sind zwischen 2013 und 2019. Diese Studien waren notwendig geworden, weil die amerikanische Zulassungsbehörde, die FDA, bei einem Präparat, das ist nicht mehr auf dem deutschen Markt, das ist das Rosiglitazon, nachdem es länger auf dem Markt war, festgestellt hat, da ist möglicherweise eine höhere Herzinfarktrate. Also Sie haben richtig gehört, ein Diabetespräparat, bei dem man eigentlich die Blutzuckerwerte senken wollte, um Herzinfarkte zu verhindern. Das hatte den Verdacht, dass es eine höhere Herzinfarktrate hatte. Das ist in der Zwischenzeit auch wieder weg, diese Behauptung. Es gibt Studien, die das nicht belegen. Aber die amerikanische Zulassungsbehörde hat gesagt, wenn ihr mit einem neuen Präparat oder einem neuen Wirkprinzip auf den Markt kommt, dann zeigt uns relativ zeitnah zur Zulassung eine Safety-Studie. Zeigt uns, dass das Präparat, was ihr da nutzt, sicher ist. Und deshalb möchte ich mit Ihnen diese Studien im Detail durchgehen, weil aus den Ergebnissen dieser Studien ergeben sich Therapiealgorithmen. Also weil die unterschiedlich wirken, sind sie für unterschiedliche Patientengruppen extrem wichtig. Und deshalb kann ich Ihnen diese Studien nicht ersparen, aber ich versuche es, dass Sie merken, dass das gar nicht so schlimm ist. Fangen wir einfach mal mit den DPP-4-Inhibitoren an. Und da möchte ich mit einer der großen Studien starten, das ist die sogenannte TECOS-Studie. Es war ja eine Safety-Studie. All die anderen Studien sind ähnlich aufgebaut. Safety bedeutet, es sollten Patienten eingeschlossen werden, die schon kardiovaskuläre Ereignisse und Erkrankungen hatten. Und das waren dann Personen mit Typ-2-Diabetes, die mussten ein HbA1c in einem bestimmten Bereich haben und sie mussten kardiovaskuläre Erkrankungen haben. Und wenn wir uns anschauen, was wir im ersten Seminar gesehen haben, da war Diabetes plus kardiovaskuläre Erkrankung das extrem hohe Risiko. Das waren also die Hochrisikopatienten. Und die hat man dann randomisiert. Die eine Gruppe bekam Placebo und die zweite Gruppe bekam dann das Wirkpräparat, das Sitagliptin. Und der primäre Endpunkt war ein klassischer kombinierter Endpunkt aus drei MACE, also Major Adverse Events. Tod durch kardiovaskuläres Ereignis, nicht tödlicher Herzinfarkt oder Apoplex. Und hier hatte man dann auch noch die Hospitalisierung aufgrund von instabiler Angina pectoris mit eingeschlossen. Bei den meisten anderen Studien hat man sich auf Tod durch kardiovaskuläre Ereignisse, Myokardinfarkt und Apoplex konzentriert. Warum ist das sinnvoller? Ja, wann hospitalisiert wird, der eine macht es früher, der andere später. Tod durch kardiovaskuläres Ereignis ist ein knallharter Endpunkt. Ein Schlaganfall und ein Herzinfarkt sind auch ganz klar definiert. Deshalb sind die drei MACE-Erkrankungen häufig ganz wichtig. Also 14.000 Personen. So, jetzt kann man sagen, die einen bekamen Sitagliptin, die anderen Placebo. Aber die Placebo bekamen, die sollten möglichst ähnliche Blutzuckerwerte haben. Man wollte hier in diesen Studien nicht prüfen, ist ein guter Blutzuckerwert besser als ein schlechter Blutzuckerwert, sondern hat das Präparat wie Sitagliptin irgendwelche negativen oder positiven Einflüsse auf die Diabetesentwicklung. Und insofern, wenn man sich jetzt hier den HbA1c in dieser Studie anschaut, das Blaue sind die Placebo-Patienten, das Orange sind die Sitagliptin-Patienten, das unterschied sich nicht dramatisch. Das heißt, die Studie hat ein Ziel erreicht. Langer Verlauf, zwei verschiedene Wirkprinzipien. Die einen bekamen DPP-4-Inhibitoren, die anderen nicht. Die durften auch, die Placebo-Gruppe durften natürlich auch keine GLP-1-Agonisten gespritzt bekommen. Das ist ja das ähnliche Wirkprinzip. Wie sah das Ergebnis aus? Ja, und wenn Sie sagen, ich sehe ja gar keinen Unterschied, genau das ist das Ergebnis. Ob Sitagliptin oder Placebo, kein Unterschied. Man kann also sagen, Sitagliptin ist sicher. Jetzt werden Sie sagen, naja, aber eigentlich wollten wir doch, dass dieses Präparat vielleicht auch Herzinfarkt und Schlaganfälle reduziert. Nebenbei, das hat man sogar für Insulin nicht nachweisen können. Aber das war halt die Enttäuschung. Und wenn man sich diese anderen Präparate anschaut, die auch auf dem Markt sind, Sitagliptin und Saxagliptin, dann sieht man, die Präparate führen nicht zu einer signifikanten Veränderung von irgendeinem Endpunkt. Nur, und das ist eigentlich ein Zufallsbefund, den darf man nicht aus den Augen belassen, die Personen, die mit Saxagliptin behandelt werden, bei denen fiel in dieser ähnlichen Endpunktstudie auf, dass die eine höhere Hospitalisierungsrate aufgrund von Herzinsuffizienz hatten.
Aber das sind jetzt Ergebnisse, dass man sagen kann, DPP-4-Inhibitoren sind sicher und sie führen, haben aber keine zusätzlichen Effekte auf kardiovaskuläre Ereignisse oder auch auf Niereninsuffizienz. Ja, ich hatte Ihnen vorhin schon gesagt, wir wollen noch eine Studie durchschauen, das ist oder uns anschauen, wo auch diese funktionellen Harnstoffe eine Rolle spielen. Das ist die sogenannte Carolina-Studie. Und diese Studie wurde lange erwartet und da hat die Firma Boehringer Ingelheim ein von ihnen entwickeltes Präparat eingesetzt und es nicht bei 6.000 Patienten, alle mit Herzinfarkten oder mit kardiovaskulären Erkrankungen, also Herzinfarkt oder Schlaganfall. Und man hat es nicht gegen Placebo getestet, sondern gegen Glimepirid, also den DPP-4-Inhibitor. Der ist im Übrigen nicht auf dem deutschen Markt erhältlich. Und auf der anderen Seite das Glimepirid. Und man hat hier einen 3-MACE-Endpunkt genommen, wie gerade schon gesehen, kardiovaskulärer Tod, nicht tödlicher Myokardinfarkt und Schlaganfall. Und wenn man sich dann anschaut, was passiert, und als erstes gucken wir uns mal die Unterzuckerung an. Die Personen, die mit Glimepirid behandelt wurden, die waren am Anfang, hatten die noch eine sehr hohe Rate an Unterzuckerung. Also wichtigste Botschaft, Sulfonylharnstoffe, immer auf Unterzuckerung achten. Also der Klassiker ist natürlich, Patient kommt in die Klinik, man denkt, er ist irgendwie, hat einen Apoplex, HbA1c 5,9 und hat 3 Milligramm Sulfonylharnstoff, Glimepirid. Das heißt, da hat man schon lange keiner mehr auf den HbA1c geguckt. Sowas darf nicht passieren. Das ist hier im Endeffekt in der Studie gezeigt. Hohe Rate an Unterzuckerung. So, jetzt war aber der Verdacht, dass die Sulfonylharnstoffe gegenüber den Gliptinen, die ja negativ, die neutral sind, die nicht zu einer erhöhten Herzinfarktrate führen, dass die möglicherweise sich negativ auswirken. Und das war das überraschende Ergebnis, ob ich jetzt die hochmodernen Gliptine gebe, also Sitagliptin oder Linagliptin oder was weiß ich, oder ob ich Sulfonylharnstoffe gebe. Es gibt hier keinen Unterschied. Also bei Glimepirid, dem Sulfonylharnstoff, der eigentlich überwiegende Teil auf dem deutschen Markt ist, gibt keinen Unterschied in Herzinfarkten, in Schlaganfällen, kardiovaskulären Tod. Die Kurven laufen alle deckungsgleich. Und insofern kann man wirklich sagen, Glimepirid erhöht nicht das kardiovaskuläre Risiko bei Typ-2-Diabetes. Und in den letzten Jahren sind da sehr, sehr viele Fortbildungsveranstaltungen gegeben worden. Und da ist man häufig auch gefragt worden, wie kann man Glimepirid, ist das noch ethisch vertretbar, dieses Präparat zu geben? Man kann einfach nur sagen, ja, man muss nur aufpassen auf Hypoglykämien. Und die Hypoglykämien sind in diesen Fällen nicht so gefährlich, dass halt das kardiovaskuläre Risiko ansteigt. Also große Entwarnung bedeutet aber nicht, dass wir die Patienten in die Gefahr der Hypoglykämie bringen. Es ist ein Präparat, was man sehr sorgfältig einsetzen muss. Und die Personen haben halt auch in der Studie 4 Kilo Gewicht zugenommen, während die anderen, die mit dem Gliptin behandelt worden sind, neutral blieben. Gehen wir zur zweiten Gruppe, zu den GLP-1-Agonisten. Und dazu gibt es natürlich, das waren die, wo ich Ihnen vorhin gezeigt habe, dass dort die Mutation, durch Mutationen es nicht zu einer Inaktivierung kommt. Und diese Präparate, wenn man die gibt, und dazu gibt es auch Endpunktstudien, weil alle diese Präparate mussten getestet werden, und deshalb auch diese große Zahl an Studien. Und da gab es die LIDAR-Studie, gleiches Studienprinzip, Personen mit Herzinfarkt, mit TIA, mit Apoplex, eingeteilt, die einen bekamen das Liraglutid, die anderen bekamen Placebo. Dadurch, dass man Liraglutid, was das Wirkpräparat Victoza ist, das muss man halt subkutan spritzen. Die Placebo-Gruppe bekam dann halt auch subkutan Placebo gespritzt. Das ist schon eine gewisse Herausforderung, aber man hat genügend Patienten gefunden, die dazu bereit waren. Der Endpunkt war wieder der klassische Tod durch kardiovaskuläre Ereignisse oder nicht tödliche kardiovaskuläre Ereignisse. Und diese Studie hat im Gegensatz zu den anderen, zu den Gliptinen, das erste Mal gezeigt, dass halt das Risiko für Herzinfarkt und für kardiovaskuläre Ereignisse signifikant reduziert werden. Auch die Todesrate konnte reduziert werden, aber nicht die Herzinsuffizienz, die Hospitalisierung aufgrund von Herzinsuffizienz. Da gab es zwar einen leichten Abfall,
Der war aber statistisch nicht signifikant. Und wenn man nun die gesamten Studien, die wir jetzt aktuell haben, Liraglutid, das war jetzt hier die Studie, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, für Semaglutid gibt es ähnliche Studien, so sieht man, dass die primären Endpunkte bei gleichem oder nahezu gleichem HbA1c signifikant abfallen. Und das ist halt der große Unterschied nun von DPP-4-Inhibitoren zu GLP-1-Agonisten. Wir haben hier langfristige Effekte unabhängig von den Blutzuckerwerten. Also das gilt für Liraglutid, für Semaglutid, das neue Ozempic, was auf dem Markt ist, und für Dulaglutid, das nennt sich Trulicity. Für Exenatid, das Präparat, was auch auf dem deutschen Markt ist, konnte das nicht nachgewiesen werden. Und insofern ist das hier kein Gruppeneffekt, sondern es scheint irgendwie, und das haben wir eigentlich auch noch nicht so richtig verstanden, an der Zusammensetzung dieser Präparate zu liegen. Möglicherweise ist die Affinität zum Rezeptor oder die Wirkdauer ganz wichtig. Exenatid wirkt halt kürzer. Also von der Seite her haben wir hier zumindest in der Diabetologie ein Ergebnis, was wir für Insulin bisher nicht haben. Wir haben für Metformin in dieser kleinen UKPDS-Studie den Hinweis, dass wir kardiovaskuläre Erkrankungen reduzieren. Wir haben das für GLP-1-Agonisten. Schauen wir uns nun die letzte Gruppe an, zeitlich die letzte Gruppe. Das sind die SGLT2-Inhibitoren. Und das ist ein völlig anderes Prinzip. Vielleicht haben Sie davon schon mal gehört. In der Biochemie haben Sie sicherlich oder in der Physiologie den SGLT2-Rezeptor durchgenommen. Und ich gehe einfach noch mal auf die Physiologie ein. Das Wirkprinzip ist folgendes. Wenn wir in unserem Glomerulum Glucose abfiltrieren, dann wird die Glucose in der Niere im proximalen Tubulus durch SGLT2-Rezeptoren wieder zurückgeholt. Was dann noch übrig bleibt, machen ein paar SGLT1-Rezeptoren und unten aus den Sammelrohren kommt Urin heraus, der hat keinen Zucker. Wenn jetzt jemand sehr hohen Anfall an Zucker hat, also wenn er halt sehr hohe Glukosespiegel hat, dann wird dieser Apparat SGLT2 und SGLT1 überfordert und dadurch scheiden wir Zucker aus. Und deshalb hatten wir in der Diabetologie oder auch in der gesamten Medizin immer die Botschaft, Zucker im Urin ist schlecht. Und jetzt haben wir eine neue Botschaft. Wie ist man darauf gekommen? Man hat festgestellt, wenn Personen, die eine Mutation im Bereich des SGLT2-Rezeptors haben, dass diese Personen Zucker ausscheiden, aber phänotypisch völlig gesund sind. Früher, als es noch die Bundeswehr gab, dann waren das die Personen, da haben die Bundeswehrärzte Urin getestet, haben Urinzucker drin festgestellt und haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, der muss ja Diabetes haben, also wurden die Leute ausgemustert. Heute hat man gar keinen Vorteil mehr, wenn man den SGLT2-Rezeptor blockiert hat. Es gibt Familien, wo das sehr häufig nachweist, wo das familiär nachweisbar ist. Und dazu gibt es ganz viele Arbeiten. Wichtig ist, passiert nichts. Die sind phänotypisch völlig gesund, die haben keine Erkrankung. Und das hat man sich jetzt zu Hilfe genommen. Man hat gesagt, wenn das so harmlos ist, dann blockieren wir den mit chemischen Substanzen, sogenannten SGLT2-Inhibitoren. Also SGLT2 ist die Abkürzung für Natrium, also Sodium, Glucose-like Transporter 2 und 1, SGLT2. Und wir blockieren diesen SGLT2-Rezeptor mit chemischen Substanzen. Und dann denkt man als erstes, das kann ja gar nicht sein. Die Leute müssen ja massive Harnwegsinfekte bekommen, weil wir immer gedacht haben, Harnwegsinfekt bei Personen mit Diabetes erhöht, weil Zucker lockt die Bakterien an, Bakterien verdoppeln sich und dadurch kommt es halt zu den Harnwegsinfekten. Nein, das ist nicht der Fall. Da müssen wir unsere Theorie wieder anpassen. Die Personen, die das bekommen, die haben verstärkt Genitalinfekte, also in den Feuchtgebieten. Wenn da Zucker hinkommt, da bilden sich natürlich Pilze. Das ist unangenehm, aber nicht direkt gefährlich. Wir haben aber bei den Personen eine verstärkte Diurese, ganz klar. Zum einen wird auch Natrium ausgeschieden und Zucker ist hygroskopisch wirksam, man verliert Wasser. Eine der Nebenwirkungen, die nicht so ohne sind, sind Ketoazidosen, normoglykämische Ketoazidosen. Das heißt, die Personen entwickeln Ketoazidosen, aber haben keine erhöhten Blutzuckerwerte. Und das ist halt eine Sache, die wir jetzt, weil diese Präparate häufiger auf dem Markt sind, immer häufiger sehen. Und gerade bei Personen, die jetzt, sagen wir mal, eine
operiert werden, muss man die Präparate deswegen absetzen. Und wenn einer eine starke Reduktionskost einhält, muss man auch diese Präparate absetzen, denn das birgt die Gefahr. Wir wissen aber auch, dass Personen, wir wissen ja manchmal nicht, wer hat viel Insulin, wer hat wenig Insulin. Manchmal kann man ja auch Personen haben, die BMI von 26 haben, die vielleicht ein bisschen übergewichtig sind oder 27, aber die trotzdem eine geringe Insulinproduktion haben. Und darauf gehen wir im nächsten Seminar stärker ein. Das ist der sogenannte LADA-Diabetes oder verspäteter Typ-1-Diabetes. Und bei denen ist die Ketoazidose-Rate wahrscheinlich wesentlich häufiger. Das heißt, hier muss man deutlich stärker aufpassen. Eine positive Nebenwirkung ist natürlich auch ein gewisser Gewichtsverlust und der Blutdruck sinkt ab. Und das muss man im Hinterkopf behalten. Wenn man dieses Präparat das erste Mal gibt, muss man dem Patienten sagen, trinken Sie ein Glas Wasser mehr, die Diurese. Zum Zweiten, wenn die Patienten einen guten Blutdruck haben, dann sollte man vielleicht das Diuretikum, was ein Patient hat, wenn er eine antihypertensive Therapie hat, vielleicht mal pausieren, damit man den Patienten nicht in eine Hypotension führt. Und hierzu gibt es auch eine Endpunktstudie. Und da muss man sagen, das war eigentlich die erste Endpunktstudie. Bevor die LIDA-Studie publiziert wurde, war das die Studie. Die ist im Jahr 2015 beim Europäischen Diabeteskongress präsentiert worden. Und ich war in diesem großen Saal mit über 10.000 Teilnehmern dabei. Und das war schon ein Erlebnis, was wir dort mitbekommen haben. Wir hatten bisher immer nur gesehen, egal welches Präparat wir in der Diabetologie einsetzen, bei den Leptinen kein positives Ergebnis, kein negatives, also keine Schädigung, aber auch kein positives Ergebnis. Wir hatten nichts gesehen bei Insulin, nur bei Metformin vor vielen Jahren eine Studie. Und jetzt kam diese Studie, da war die LIDA-Studie noch gar nicht da. Und wir saßen im Raum, da wurden die Daten präsentiert, also die beiden Gruppen, Empagliflozin, das sind diese Präparate, die Zuckerausscheidung fordern. Der gleiche kardiovaskuläre Endpunkt, gleiche Einschlusskriterien wie die anderen. Man hat also Patienten mit Herzinfarkt eingeschlossen. Und ich zeige Ihnen jetzt nochmal die Charakteristika der Gruppen. Das waren alles Patienten, die ein BMI um 30 hatten. Sie hatten einen relativ gut eingestellten Blutdruck. Wir hatten ja alle ein herzkardiovaskuläres Ereignis. Der LDL-Cholesterinwert war bei diesen Patienten unter 100. Heute sind die Werte etwas niedriger, aber zur damaligen Zeit waren das schon gute Werte. Die hatten alle, ein Großteil hatte auch schon eine eingeschränkte Nierenfunktion. Also es war jetzt nicht irgendwie so eine Kolibri-Gruppe, sondern es war wirklich eine breite Darstellung unserer Patienten aus der normalen Bevölkerung. Weil sie halt einen Herzinfarkt hatten, hatten ein Großteil der Patienten oder einen Apoplex, hatten diese Patienten einen ACE-Hämmer oder eine RAS-Blockade. Das ist ja die Grundlage, weil das auch einen schützenden Effekt auf die Gefäße hat. Wer einen Herzinfarkt hat, braucht einen Beta-Blocker. Auch das war häufig gegeben. Statine waren bei den Patienten in 76% der Fälle, Acetylsalicylsäure in 82% und der Rest bekam noch Clopidogrel. Das heißt, das war eine Gruppe, die nach Herzinfarkt oder nach Schlaganfall optimal eingestellt war. Also wenn wir sowas bei uns in der normalen Versorgung hinbekommen würden, wäre das super. So, und jetzt die Frage, die wir uns alle stellten, da soll noch so ein bisschen Urinausscheidung, ein bisschen Zuckerausscheidung, Urin irgendwas bringen. Und die Ergebnisse, die wir dann gesehen haben, waren sensationell. Wir haben gesehen, dass der kardiovaskuläre Composite-Endpoint, wo alles drei zusammen war, signifikant absank. Wir haben gesehen, dass die kardiovaskulären Ereignisse absanken. Wir haben gesehen, dass die Todesrate aufgrund von kardiovaskulären Ereignissen abgesunken ist. Und was ganz besonders von Interesse war, war, dass die Herzinsuffizienz, die Hospitalisierung aufgrund von Herzinsuffizienz dramatisch abgefallen ist. Und das war eigentlich eine kleine Sensation, weil damit hatte überhaupt keiner gerechnet. Und ich kenne den Statistiker, der das berechnet hat, und der hat mir dann erzählt, ich habe das erste Mal berechnet und habe gedacht, wo hast du den Fehler gemacht? Also der hat, glaube ich, eine Woche gerechnet und immer wieder seine Fehler gesucht, weil er die Daten auch nicht glauben konnte. Wenn wir das mal jetzt zusammenfassen, dann haben wir mit Empagliflozin im Vergleich zu Liraglutid noch mehr Endpunkte, die reduziert werden. Diese Ergebnisse lassen sich auch in den anderen, bei den anderen Präparaten bestätigen. Da waren dann zum Teil aber auch Gruppen eingeschlossen, die nicht so krank waren wie beim Dapagliflozin. So, aber auch dort hat man halt eine drastische Reduktion
der Hospitalisierung aufgrund von Herzinsuffizienz mitbekommen. Es gibt aber jetzt noch eine zusätzliche Information. Die ist wichtig, wenn wir nachher auf die Therapiealgorithmen eingehen. Man hat bei dieser Studie Sorge gehabt. Man hat Sorge gehabt, wir machen da irgendwas in der Niere und das sind alles Patienten, da waren auch Patienten dabei, die schon eine eingeschränkte Nierenfunktion haben. Hoffentlich geht die Niere nicht kaputt, weil wir sehen auch immer, wenn wir dieses Präparat einsetzen, zu Beginn der Kreatininwert etwas ansteigt und die eGFR etwas abfällt. Und insofern hat man aus diesen Daten, das hat der Professor Wanner in Würzburg gemacht mit einer Forschungsgruppe, man hat post hoc, das war nicht prädefiniert, sondern man hat post hoc gesagt, wir wollen uns mal die Nierenendpunkte angucken. Man hat gesagt, wenn also die Eiweißausscheidung sich erhöht, wenn die Verdopplung des Kreatinins oder wenn Personen aufgrund einer renalbedingten Erkrankung versterben, wenn eine Nierenreplacement-Therapie notwendig ist, also wenn die Dialysetherapie notwendig ist oder wenn aus einer Mikro- eine Makroalbuminurie wird. Das waren alles Endpunkte. Und man hat sich jetzt nun angeguckt, wie sieht das aus in den beiden Gruppen. Und man konnte sehen, dass Empagliflozin nicht nur die Niere nicht schädigt, sondern sie schützt sogar die Niere. Und hier waren diese Endpunkte post hoc um 39% abgefallen. Man hat nun bei all den anderen Glyphlozin-Studien, also mit den anderen SGLT2-Inhibitoren, das absolut identisch gesehen. Es gibt schon die erste Studie, wo das der primäre Endpunkt war. Und aktuell werden diese Präparate bei Personen, die eine Herzinsuffizienz haben oder die eine Niereninsuffizienz haben, die gar keinen Diabetes haben, getestet. Und wir werden da wahrscheinlich in den nächsten Jahren dramatische Erweiterung der Indikationen haben, weil es kommt hier zu einer deutlichen Verbesserung der Prognose dieser Patienten. Und da weiß man auch noch nicht so genau, warum ist das der Fall. Also gibt es ganz viele Theorien und Hypothesen, die wollen wir hier aber, weil es ja um die praktische Diabetologie geht, rauslassen. Wenn wir uns anschauen, wie sieht das aus bei diesen Patienten, man sieht ganz links, die Nierenfunktion fällt unter den SGLT2-Inhibitoren direkt bei Therapie ab und bleibt dann stabil, während in der Placebo es einen kontinuierlichen Abfall gibt und wir alle verlieren 1 Milliliter pro Jahr physiologisch durch die Alterung und das scheint hier doch irgendwie aufgehalten zu werden. Wie sieht es bei den GLP-1-Agonisten aus? Und auch bei denen haben wir einen positiven Effekt, auch hier wieder eine Post-Hoc-Analyse auf die Nierenfunktion, der aber nicht so ausgeprägt ist. So, jetzt habe ich Sie mit ganz, ganz vielen Studien gequält und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was hat das denn für unsere Therapie von Bedeutung? Wie sieht der Therapiealgorithmus aus? Also früher, hatte ich Ihnen gezeigt, war Basistherapie orale Antidiabetika und Insulin. Und was hat sich da geändert? Und da ist im Jahr 2018 ja von der europäischen und von der amerikanischen Diabetesgesellschaft ein Therapiealgorithmus publiziert worden. Der ist jetzt nochmal 2019 minimal angepasst worden. Aber die Prinzipien dieses Therapiealgorithmus sind gleich geblieben. Und das ist relativ einfach. Jetzt zeige ich Ihnen die Grafik. Jetzt werden Sie sagen, was ist daran einfach? Ich gehe mit Ihnen diese Grafik nochmal durch. Die ist ganz einfach zu verstehen. Man muss sie nur im Detail sich angucken. Stellen Sie sich, wenn Sie einen Patienten haben, der einen Typ-2-Diabetes hat, die allererste Frage, wenn Sie mit einer oralen antidiabetischen Therapie beginnen wollen, hat dieser Patient eine atherosklerotische Erkrankung? Hat er einen Herzinfarkt, einen Schlaganfall? Hat er eine chronische Niereninsuffizienz? Und wie sieht es aus mit der Herzinsuffizienz? Wenn er nichts davon hat, sondern dann müssen Sie sich die zweite Frage stellen. Wenn er also keine kardiovaskuläre Vorerkrankung hat, dann stellt sich die Frage, ist das ein alter Mensch, muss ich da irgendwie auf Hypoglykämien achten, ist er besonders gefährdet, dass er da vielleicht das nicht so ganz mitbekommt. Das ist die zweite Frage. Die dritte Frage ist, habe ich da irgendeine Notwendigkeit, auf das Gewicht zu achten? Ist ein Patient, der übergewichtig ist, wenn er kein kardiovaskuläres Ereignis hat und dann, was in solchen internationalen Leitlinien natürlich immer mit berücksichtigt wird, ist die Frage der Kosten, Gesundheitssysteme, die limitiert sind, da wird man anders behandeln als in diesem Gesundheitssystem wie bei uns, wo wir eigentlich eine gute, sehr gute Versorgung haben. Fangen wir einfach mit der ersten Frage an. Wie sieht es aus mit atherosklerotischen Erkrankungen? Wenn jetzt jemand wirklich schon einen Herzinfarkt hat oder einen Schlaganfall,
dann beginnen wir mit Metformin. Wir geben aber auch relativ zeitnah einen SGLT2-Inhibitor dazu, weil wir wissen, der schützt diese Patienten unabhängig vom Blutzucker. Oder wir geben einen GLP-1-Agonisten dazu. Da kann man natürlich wieder schauen, wie sieht es aus, ist der Patient massiv übergewichtig, dann profitiert er vielleicht stärker von dem GLP-1-Agonisten als vom SGLT2-Inhibitor, weil die gewichtsabnehmende Potenz vom GLP-1-Rezeptor-Agonisten etwas stärker ist. Wenn das nicht ausreicht, die doppelte Kombination Metformin und SGLT2-Inhibitor oder Metformin und GLP-1-Agonist, dann kombiniert man das in einer Dreierkombination. Man gibt also zu dem SGLT2 noch das GLP-1 dazu oder umgekehrt. Gehen wir zur zweiten Frage. Jetzt hat der Patient keine kardiovaskulären Ereignisse, aber wir wollen bei ihm, dass er keine Unterzuckerung hat. Dann bekommt er natürlich erstmal Metformin. Und wenn wir dann nicht seinen Zielbereich erreichen, der ist sehr individuell natürlich festzulegen, Patient, der über 80 ist, dann wird man sicherlich mit einem HbA1c so knapp unter 8 zufrieden sein. Patient, der jünger ist, werden wir natürlich niedrigere Werte anstreben. Er bekommt als allererstes Metformin, wenn keine Kontraindikationen vorhanden sind. Das ist natürlich immer die Grundlage. Er bekommt dann eine Zweierkombination, wenn das nicht ausreicht, wie wir es gerade schon gesehen haben, mit SGLT2, GLP-1. Aber hier kann man auch den DPP-4 oder Glitazon, was in Deutschland nicht mehr da ist, einsetzen. Also hier tritt das erste Mal der DPP-4-Inhibitor, taucht er auf. Was ist, wenn das nicht ausreicht? Dann wird empfohlen eine Dreier-, eine Vierer-Kombination. So, wie sieht es aus, wenn jetzt ein Patient besonders übergewichtig ist? Ja, wir haben ja gesehen, die DPP-4-Inhibitoren machen nichts am Gewicht. Also würden die nach Metformin, wenn die individuellen Zielbereiche nicht erreicht sind, in den SGLT2-Inhibitor oder den GLP-1-Agonisten bekommen. Also da unterscheiden sich diese Patienten von einem Patienten mit einem kardiovaskulären Ereignis nicht groß. Und wenn das nicht ausreicht, dann wird das auch wieder kombiniert. Der dritte Stufe ist natürlich, was ist das, was ist, wenn wir Patienten haben in einem Gesundheitssystem, wo nicht so viel Geld zur Verfügung ist. Metformin, Sufenyl, Harnstoffe, Glitazone sind alles Generika oder die andere Substanz kombinieren. Also hier ist jetzt ein sehr intensiver Therapiealgorithmus aufgebaut worden, der mit dem alten erstmal nicht medikamentöse Maßnahmen, dann orale Antidiabetika und Insulin gar nicht mehr so viel zu tun hat. Da stellt sich natürlich die Frage, Insulin, wann geben wir beim Typ-2-Diabetes Insulin? Und da muss man hier in dieser ganzen Grafik sehr, sehr intensiv schauen, weil das ist irgendwo unten eine Reservetherapie. Natürlich geben wir Insulin, wenn ein Patient jetzt vielleicht stationär muss. Er muss eingestellt werden, er muss überbrückt werden. Insulin kann man wesentlich besser steuern. Aber diese Manie, die wir auch in Deutschland haben, da gibt es finanzielle Incentives, warum das so gemacht wird, dass wir jedem Patienten, so, wenn er nicht bei 3 auf dem Baum ist, sofort die Insulinspritze geben. Das ist nach diesen Leitlinien nicht der Fall. Diese Leitlinien gelten in Deutschland noch nicht in dieser Art und Weise, weil wir haben noch keine nationalen Versorgungsleitlinien. Die aktuellen Versorgungsleitlinien sind im Jahr 2018 abgefallen und die einzelnen Partner prügeln sich, glaube ich, im Moment noch zu stark. Ich denke aber, dass dieser Algorithmus, der auf einer wissenschaftlichen Basis, und deshalb war es so wichtig, dass wir gerade mal diese Studien im Detail uns angeschaut haben, exemplarisch für jede Gruppe eine Studie, dass sie erkennen, warum dieser Algorithmus so wissenschaftlich basiert ist. Viele Jahre hat man gesagt, wir wollen wissenschaftliche Daten haben, jetzt haben wir sie und da müssen wir uns auch dran halten. Und deshalb ist es wichtig, Insulin vorsichtig, sehr zurückhaltend. Natürlich gibt es immer wieder Patienten, wo wir das einsetzen müssen, aber nicht mehr so, wie wir das in Deutschland gemacht haben. Ja, ich bin am Ende des zweiten Seminars angekommen. Wir haben also im Endeffekt jetzt hier einen Durchmarsch durch die gesamte Diabetologie gemacht. Wir haben die neuen Therapieoptionen uns angeschaut in Relation zu den klassischen. Und ich hoffe, dass das für Sie von Interesse war. Wie geht es weiter? Das dritte Seminar ist geplant, dass es da nicht um den Typ 2, sondern um den Typ 1 Diabetes geht. Und das sind die Personen, denen Insulin fehlt. Und das werden wir dann im Detail uns anschauen, weil diese Personen, die brauchen Insulin.
Diese Personen, die würden wir wirklich nicht richtig behandeln, wenn wir denen nicht Insulin geben würden, weil die haben ein Insulindefizit. Und manchmal ist dieses Defizit nicht so ausgeprägt, dass man es sofort erkennt. Und wie man es erkennt, das werden wir dann beim nächsten Seminar besprechen. Ich wünsche Ihnen alles Gute und stehe Ihnen natürlich wie immer für Fragen zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen, Ihr Stefan Martin.